Herr Baumann, Ihr Statement zur CoreCent Awards 2010. Ja, das ist das altbekannte, spannende Branchentreffen. Man trifft hier viele alte Kollegen, Kunden, Interessenten, die man über Jahre kennengelernt hat. Und natürlich auch wieder einige neue, spannende Kontakte, die man vorher noch nicht kennengelernt hat. Insofern ist die CoreCenter World immer das Branchentreffen, auf das man sich ein ganzes Jahr lang freut. So ist das in diesem Jahr natürlich auch. Und der erste Tag läuft gut. Das hört sich wunderbar an. Und wie sind Ihre Prognosen für dieses Jahr, für 2010, die Zukunft? Ja, wie immer ist B&W sehr, sehr optimistisch, schon in der Grundausrichtung. Selbst das letzte Jahr ist bei uns sehr gut gelaufen, vielleicht ein Stück weit auch gegen den Trend. Wir sind mit 6-7% Wachstum relativ gut unterwegs gewesen, haben für dieses Jahr noch viel mehr vor. Und einmal mehr heißt für uns das Motto, wir haben uns entschieden, das Jahr wird gut, das wird unser Jahr. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, mit dem wir eröffnen, und zwar das Thema Kunde und wie man den Kunden als Motor für die Unternehmensentwicklung nutzen kann. Der Titel C-Motion ist eine Ableitung. Wir haben irgendwann mal gestartet mit dem Thema Emotion, weil das spielt eine große Rolle. Herr Wolf, wie ist Ihre Einschätzung dieses Jahr von der CoreCenter World? Ja, insgesamt sehr gut, insbesondere das neue Standkonzept, was wir haben mit zwei Ständen, dass wir auf dem einen Stand spannende, innovative Vorträge halten für Kunden und auf der anderen Seite hier den normalen Stand haben, ist wieder in diesem Jahr mit einem Riesenerfolg aufgegangen. Und wir können schon heute nach dem ersten Messetag sagen, dass die Qualität nochmal deutlich nach oben gegangen ist, aber auch die Quantität der Kundenkontakte. Und von daher wird sicherlich auch die Messe in diesem Jahr ein voller Erfolg für B&W werden. Das hört sich sehr gut an. Wie ist nach Ihren Erachtens die Prognose für dieses Jahr, für 2010? Auf alle Fälle gut. Wir wissen halt, dass Qualität sich auszahlt und B&W wird als Qualitäts- oder Innovationsführer in diesem Jahr auch einen weiteren Schritt nach vorne machen. Und insbesondere bekommen wir derzeit ein sehr, sehr positives Feedback von unseren Kunden, die gerade diese Qualität und auch diese Innovationsfreudigkeit schätzen. Und deswegen haben wir uns schon Ende letzten Jahres entschieden, man muss ja ganz bewusst die Entscheidung treffen, das Jahr wird wieder gut und von daher sind wir uns sicher, dass B&W das auch in diesem Jahr erreichen wird. Das heißt, gepaart mit den ganzen Forschungsergebnissen, die wir uns gerade angeschaut haben, ist Kultur definitiv wissenschaftlich herleitbar. Der zentrale Faktor für wirtschaftlichen Erfolg. Also, wie redet ein Brand mit seinen Kunden auf der einen Seite und auf der anderen fast noch spannenderen Seite, wir reden eigentlich Kunden miteinander über spezifische Brands. Ihr Statement zur CoreCenter World 2010. Ja, die CoreCenter World 2010 hat bis jetzt unsere Erwartung voll übertroffen. Sehr viele spannende Gespräche und vor allen Dingen sehr positive Nachrichten für B&W. Das sieht schon mal sehr gut an. Und was ist Ihre Prognose fürs Jahr 2010? Was sind Ihre Ziele? Was möchten Sie erreichen? Also ich habe gemerkt heute vor allen Dingen in den Gesprächen, dass wir genau mit den richtigen Produkten, mit den richtigen Themen zur richtigen Zeit da sind. 2010 wird ein ganz großes Jahr für B&W. Wir haben uns nicht nur eine Sonderkonjunktur geschaffen, sondern wir haben es geschafft, mit den Themen, die wir verinnerlicht haben, die Kunden auch anzusprechen. Und ich glaube, 2010 wird unser Jahr. Die Insignia Research hat im Auftrag von Siemens festgestellt, dass die Kommunikation, wie heute in vielen Unternehmen noch gepflegt wird, die klassische herkömmliche Kommunikation, viele unnötige Millionen kostet. Das Jahr wird gut. Das Jahr wird gut. Das Jahr wird gut. Das Jahr wird gut. Gut.